Beim EEG wird die bioelektrische Aktivität der Neuronenverbände der oberflächlichen Kortexschichten über definierte, standardisierte Ableitpunkte von der Kopfhaut abgeleitet und über ein Verstärkersystem registriert. Dem EEG kommt in der Diagnostik von Herzbefunden, bei hirnorganischen Erkrankungen, von Allgemeinveränderungen, bei Bewusstseinsstörungen und von epilepsie-typischen Grafo-Elementen eine diagnostische Bedeutung zu. Dabei werden Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche aufgezeichnet, die sich aus der summierten elektrischen Aktivität des Gehirns ergeben. Ursache dieser Potentialschwankungen sind physiologische Vorgänge einzelner Gehirnzellen, die durch ihre elektrischen Zustandsänderungen zur Informationsverarbeitung des Gehirns beitragen. Das Wort Elektroenzephalographie leitet sich aus dem Griechischen her von Enzephalon, Gehirn, und Graphein, Schreiben. Die Wellen, die von der Kopfhaut registriert werden, unterscheiden sich in Frequenz, Amplitude, Form, Verteilung und Häufigkeit. Wir unterscheiden je nach vorherrschender Grundaktivität einen Alpha-, Beta-, Theta- oder Delta-Wellen-Grundrhythmus. Bei Herzbefunden weist eine umschriebene Verlangsamung des Alpha-Rhythmus auf eine hirnorganische Erkrankung hin, Blutung, Hirninfarkt, Tumor, Migräneherd. Bei Allgemeinveränderungen kommt es zu unterschiedlichen Graden der diffusen Verlangsamung. Sie treten bei diffusen organischen Hirnerkrankungen nach Schädelhirntraumata und nach Intoxikationen auf. Als epilepsie-typische Muster werden spitze Wellenformen bezeichnet, die aus der Grundaktivität heraustreten. Hierzu gehören Spikes, Sharps, Waves und Polysharp-Wave-Komplexe.